Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze hier mal wieder ungeschminkt, das bedeutet, wir schminken uns jetzt zusammen. Und heute werde ich nur neue Produkte verwenden. Ich habe in letzter Zeit einiges wieder neu geshoppt, habe auch ein paar PR-Pakete bekommen. Aber alles, was hier ist, ist eigentlich zu 80% selbst gekauft. Ich dachte, wir schminken uns zusammen und probieren die Sachen aus. Ich bin auf einige so sehr gespannt, wie zum Beispiel direkt zu Anfang diese Creme. Das ist von La Roche-Posay 50 plus UVB und UVA. Antioxidant Visible Light, 12 Stunden Coverage, also Deckkraft, und 24 Stunden Hydration, Feuchtigkeit. Also, das ist eigentlich ein Sonnenschutz, aber ein getönter Sonnenschutz. Und wenn das aufgeht, dann ist es echt ein Traum. Und ich habe das mal bestellt in der Farbe Nummer 4. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Wir werden das jetzt zusammen ausprobieren. Es ist zu dunkel. Aber vielleicht, wenn ich braun gebrannt bin im Sommer. Theo kommt. Theo. Mama. Ты бы нельзя сюда бежать. Я работаю. Мама. Да. Heiß. Heiß тебе? Да. Ну поэтому ты, я сказала, пойдем вниз, попьем, отдохнем. Мама работает. Also, außer, dass es natürlich viel zu dunkel ist, finde ich aber, ist einfach nur wunderschön. Stellt euch mal vor, ihr seid im Urlaub, ihr habt keine Lust, euch zu schminken groß, ne, weil in der Sonne liegen, geschminkt, ist einfach nicht geil, wenn wir ehrlich sind. Und wenn ihr aber einen Sonnenschutz habt, 50er, und ihr habt gleichzeitig eine schöne Deckkraft auf dem Gesicht, hey, das ist ein Traum. Es hat sich gerade, ich habe das mit den Fingern alleine ausgeblendet, jetzt sind mal die hellen Hände, naja, geht eigentlich, ne? Ich habe das jetzt mit den Fingern ausgeblendet. Ich finde, das hat wunderbar funktioniert. Ich hätte das auch ohne Spiegel gut hinbekommen. Mein Gesicht ist jetzt komplett mit Sonnencreme eigentlich eingecremt, geschmiert. Und ich habe aber gleichzeitig 50er Sonnenschutz. Ich bin ein Fan. Und der Glow ist natürlich richtig krass. Also für im Urlaub unter der Sonne liegen ist es jetzt vielleicht auch okay. Aber sonst ist es vielleicht ein bisschen viel. Ich werde jetzt einfach weitermachen, als hätte ich Foundation aufgetragen, aber ich muss sagen, richtig nice. Richtig nice, und ich werde das auf jeden Fall weiterverwenden und auch im Urlaub und auch so. Also es fühlt sich aber, also es fühlt sich gut an, aber schon mehr wie eine Sonnencreme als eine Foundation. Weil eine Foundation ist ein bisschen flüssiger, leichter, manchmal spürt man sie gar nicht auf dem Gesicht, aber hier merke ich schon, dass ich was drauf habe, wie so eine dicke Creme irgendwie fühlt sich das an. Aber ich finde, es sieht nicht so aus. Es hat sich so, oh, es sieht so gut aus. Und ich finde auch die Deckkraft richtig gut. Das ist natürlich ein richtig krasser Gegner. Das kann man gar nicht überdecken. Also schon allein, wie das Licht drauf fällt. Aber ansonsten, boah, Leute, ich kann es euch so empfehlen. Das gibt es noch in anderen Farbtönen, genau, ich habe jetzt die Nummer 4. Ich finde, es geht am Ende. Also es sah gerade recht dunkel aus, aber es geht. Es geht. Ich werde als nächstes eine Corrector auftragen. Ich habe hier was gefunden, Leute. Oh mein Gott, Nostalgie. Becker und Smashbox haben zusammen eine Corrector rausgebracht. Beziehungsweise ist das eigentlich der Corrector von Becker, wenn ich mich nicht täusche. Becker gibt es aber nicht mehr. Und Smashbox supportet hier, so wie es ausschaut. Das ist ein Corrector, das heißt, falls ihr so blaue Schatten habt, könnt ihr den verwenden, bevor ihr mit dem Concealer darüber geht. Und ich mache das jetzt einfach mal, weil ich in letzter Zeit auf jeden Fall wenig schlafe, leider. Aber ich mache auf jeden Fall nicht zu viel, weil ich will nicht zu viele Schichten unter meinem Auge haben, aber trotzdem eine Unterstützung für den Concealer. Und auf das nächste Produkt bin ich auch sehr gespannt. Und zwar ist es der neue Concealer von Huda Beauty. Ich habe das PR-Paket bekommen schon vor 2 Wochen oder so. Und dann hieß es, oh wait, wait, der Launch ist erst am 12. Juni. Also jetzt aktuell müsste der Concealer im Handel sein. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar über die PR-Pakete, die ich von Huda bekomme. Für mich richtig geehrt. Aber ich muss sagen, die Farben sind manchmal ein bisschen schwierig. Zu hell in dem Fall. Aber mal gucken, wie sich das ausblenden lässt. Den großen Applikator finde ich auf jeden Fall schon mal richtig cool. Um ehrlich zu sein, habe ich jetzt die krasseste Deckkraft aller Zeiten erwartet. Das kennt man ja so von Huda. Der ist jetzt aber relativ natürlich draufgegangen und auch ziemlich glowy. Aber ich habe ja auch eine sehr glowy Base. I don't know. Ich werde das jetzt mal setten und dann werden wir schauen. Ich nehme mal kurz meine NARS Concealer für die
Unreinheiten. Was auf jeden Fall noch dabei war, ist ein Setting-Puder, ebenfalls von Huda. Aber wenn man Creme-Produkte benutzt, sollte man sie zuerst komplett benutzen und dann mit Puder drüber gehen. Und ich habe auf jeden Fall noch mindestens ein Creme-Produkt, das ich auch so gehypt habe, ohne es auszuprobieren, weil ich über einem Jahr auf der Jagd war danach. Ihr habt das auf jeden Fall mitbekommen. Und zwar ist das hier dieses Produkt. Das ist der Contour Wand Easy Contour von Charlotte Tilbury. Und ich werde jetzt damit einmal mein Gesicht bronzen und konturieren. Ich habe mir ehrlicherweise gleich zwei davon bestellt, weil ich einfach sicher bin, dass ich es lieben werde. Ich weiß nicht warum. Ich habe das schon so oft überall gesehen. Ich mache das doch nie. Warum mache ich das jetzt? Das macht meine Hand gerade von alleine. Schauen wir mal. Nase konturieren könnte ich eigentlich machen, ne? Ich habe schon so eine große Nase. Lange vor allem. Boah, jetzt geht's hier aber los. Oh Gott. It blends like a dream. Ich habe es mir schon gedacht. Wie kann eine Brand einfach nur gute Produkte machen? Ich verstehe das nicht. Das ist so geil. Und das Beste ist jetzt einfach, dass meine Base, meine glowy, wunderschöne Base, einfach eine Sonnencreme ist. Wie geil ist das? Falls ihr aber einen Sonnenschutz sucht, ohne dass er getönt ist, einfach ganz normal, ganz natürlich, kann ich euch sehr hier den empfehlen von Akko. Sunface Fluid, auch 50 plus Schutz. Und der ist nämlich, der Sonnenschutz hat ein super schönes Finish, weil es ist matt. Und es hat eine dünne Textur, weil es eben ein Fluid ist. Das zieht sehr schnell ein und glänzt nicht so, auch nicht so wie dieses. Das heißt, wenn ihr jetzt noch eine Sonnencreme sucht und ihr wollt nicht unbedingt am Strand mit so einem vollgedeckten, wie so Make-up-Gesicht liegen, sondern ganz natürlich, dann kann ich euch die sehr, sehr, sehr empfehlen. Und für Akko habe ich ab und zu auch einen Rabattcode. Deswegen schaut auf jeden Fall mal in der Infobox vorbei, ob ich aktuell auch einen habe. Das wäre der Bronzer ausgeblendet. Also ausgeblendet schaut das super natürlich aus. Trotzdem ist mein Gesicht schön geformt. Ich habe den Glow nicht verloren und es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich werde das Ganze aber trotzdem einmal setten, weil ich finde den Glow schön, aber ich mag es nicht, wenn es zu dolle ist. Der Concealer übrigens von Huda Beauty ist ein Luminous Matte Concealer. Also er soll so ein Luminous Matte Finish haben. Interessant, weil normalerweise ist es entweder Luminous oder Matte. Aber ja, es ist ein schönes, natürliches Finish, aber ein bisschen mehr Luminous als matt, aber wie gesagt, kann auch an der Base liegen. So, ich nehme jetzt das Puder, ebenfalls neu von Huda Beauty, glaube ich. Ich habe das in der Farbe Pound Cake. Ja, das ist das Baking Powder. Vielleicht ist es ja auch gar nicht neu. Und ich werde das mir jetzt mal einmal auftragen. Oh, ich glaube, die Farbe ist gut. Also, das mattiert echt hardcore. Aber ich mag es. Ich werde jetzt natürlich auch den Creme Bronzer einmal setten. Und hier habe ich neue Produkte von Messau da Milano. Kennt ihr diese Brand? Eine italienische Brand. Und die schicken mir immer wieder PR-Pakete, was ich so cool finde. Ich muss sagen, ich kannte sie vorher überhaupt nicht. Und dann habe ich sie mal ausgecheckt auf Instagram. Und die sind mega erfolgreich, mega bekannt. Und werden jetzt auch, diese Brand gibt es jetzt auch bei uns in Deutschland, ich glaube beim Douglas, wenn ich mich nicht täusche. Und ich glaube, sie haben mir alle Bronzer und alle Blushes geschickt. Das sind die zwei Farben, die ich mir ausgesucht habe. Also ich werde den Bronzer jetzt mit dieser Farbe einmal setten. Das ist die Farbe 101 Amber Light. Ich habe es noch nicht geöffnet. Also auch das Packaging und so, ne, ist alles richtig cool. Ein richtig schöner, kühler Ton. Wow. Wow. Das gefällt mir richtig gut gerade. Und es ist auf jeden Fall auch schön pigmentiert, also nicht too much. Habe ich den ganzen Glow übertönt natürlich, aber machen wir weiter mit dem Look. Die ganzen Puderprodukte kann man natürlich auch weglassen, ne? Ist euch komplett selbst überlassen. Ich wollte jetzt einfach mal querbeet alles einmal ausprobiert haben. Also, yes, I like it. Richtig schöner Ton und ich liebe es, dass er kühl ist. Also mit dem kann man wunderbar auch konturieren. Und der Blush ist in der Farbe French Kiss. Yes, natürlich von all den Farben, die es dort gab, habe ich mir wieder so einen Rosé-Ton ausgesucht. Und den tragen wir auf den Blush über den Bronzer, weil ich mein Gesicht insgesamt immer ein bisschen schmaler schminken will, weil es so markant ist.
mein Face. Deswegen gehe ich auch so richtig nah an meine Augen hier, optisch schmaler aussehen zu lassen. Voll der schöne Blush, voll der schöne Blush. Und hat sich auch so toll wieder ausblenden lassen. Wunderschön. Ich liebe meine Base. Was hier noch fehlt, ist ein Highlighter. Bevor es ganz untergeht, ich habe noch eine Lip Mask von NARS bekommen. Oh, NARS. Ich liebe NARS. Und da meine Lippen chronisch trocken... wow. Da meine Lippen chronisch trocken sind, heute nicht, coolerweise, muss ich sie auf jeden Fall immer eincremen. Übrigens, auf meine Nägel trage ich den Essie Nagellack in der Farbe Cute as a Button. Also jetzt kann die Lip Mask ein bisschen drauf sitzen. Richtig, richtig so eine intensive, feuchtigkeitsspendende Maske, die sich richtig gut anfühlt. Zu manchen Produkten kommt es leider nicht. Also zum Beispiel habe ich mir einen Blush gekauft, Lip and Cheek Glow, in der Farbe Pillow Talk von Charlotte Tilbury. Das werde ich mir jetzt nicht noch über mein Puder auftragen oder auf die Lippen. Für die Lippen habe ich was anderes geplant, aber guck mal, was für eine coole Farbe. Das muss ich demnächst direkt mal irgendwo einbauen. Und wir waren beim Thema Highlighter. Und Leute, ich habe ein Paket bekommen von Benefit. So geil, weil ich eben das Ganze parallel auch in den Stories gesehen habe, wie meine ganzen Lieblingsinfluencer auf einem Benefit-Event waren. Und das alles gefeiert haben. Guckt mal, wie viele Blushes und Bronzer. Und das hier ist hier sogar ein Pinsel. Einiges ist neu, einiges ist schon älter. Hoola Bronzer, ganz classy, ist hier dabei. Und ein Highlighter, den wir kennen und lieben. Ich muss richtig aufpassen, weil das ist richtig krass. Ist der Highlighter Cookie. Und den werde ich jetzt verwenden. Das ist wirklich einer der wunderschönsten Highlighter. Aber man muss wirklich mit einem super flauschigen Pinsel da reingehen, dass es nicht zu dolle ist und nicht wie so ein weißer Strich ausschaut. So einen richtig, richtig fluffigen. Dann gehe ich hier rein und mit einer ganz leichten Hand, seht ihr, der ist wirklich der Hammer. Und das schon habe ich meinen ganzen Glow wieder zurückgeholt. So Leute, dann machen wir mal weiter mit den Augenbrauen. Das ist das einzige Produkt, das ich jetzt nicht neu habe. Ich benutze von Assam den Augenbrauenstift mal schnell und dann geht es weiter mit Lidschatten. Beim Lidschatten will ich jetzt eigentlich nicht zu viel auftragen, aber ich will eigentlich richtig mich mal durchtesten. Es ist eine neue Palette von NARS. Die kam zusammen auch mit dieser Lipmaske, die sich immer noch traumhaft anfühlt und auch richtig einzieht. Und noch eine Palette mit Blush und Bronzer, aber ich glaube Blush und Bronzer habe ich jetzt genug drauf. Aber die Lidschattenpalette wollte ich euch nicht vorenthalten. Das ist die Summer Unrated Lidschattenpalette und die hat diese super, super schönen Töne. Wir haben matte Töne, aber auch schimmernde und ich werde jetzt mal einfach einen schönen, ja, Look damit kreieren. Ich versuche nicht zu rosé zu werden, weil meine Lippen schon so rötlich werden gleich. We will see. Ich habe diesen Clinique, diesen Cherry Lippenstift bestellt, bei dem ich auch auf der Jagd war seit Monaten, der immer ausverkauft war und eigentlich, den gibt es glaube ich schon seit 378 Jahren und der ist jetzt wiedergekommen. Also das ist wirklich so ein sehr nostalgisches Produkt von denen. Jedenfalls hat das Produkt durch TikTok wieder seine Aufmerksamkeit für sich gewonnen. Den habe ich endlich bekommen. Here it is. Werden wir auf jeden Fall gleich benutzen, aber zuallererst einmal Lidschatten. Ich werde mich einmal hier durch diese Reihe einmal durcharbeiten. Und vielleicht nehme ich später ein bisschen Schimmer dazu. Ich fange wirklich mit dem hellsten Ton an und dann werde ich immer dunkler. Und wenn alles schön ausgeblendet ist, dann ist der Look auch schon fertig. Ich habe hier von Messau da Milano noch zwei Produkte, die ich ausprobieren wollte. Auch wieder so schönes Packaging. Eine Mascara und dann aber auch so ein Basic Brown Matcha Eye Pencil. 203 Basic Brown Eye Pencil. Den fand ich auch so interessant, weil es einfach so ein dicker Stift ist. Und ich gebe mir das mal über meinem oberen Wimpernkranz außen auf und blende das mit dem Pinsel einmal aus. Auf jeden Fall richtig schön, hat dem Look nur so eine minimale Extratiefe verliehen, was ich super finde. Den habe ich jetzt in Braun, aber den gibt es auch in Schwarz. Und ich trage den mir jetzt auch auf die Wasserlinie nochmal auf. Schön, schön, schön. Und jetzt kommt die Wimpernzange dran. Und ihr wisst alle, ich hoffe, ihr habt alle das Video gesehen, wie man das jetzt besser machen kann. Also beim Biegen einfach die Augen zumachen und dann habt ihr echt den maximalen Schwung. Und dann benutze ich eben von Missau da aus dieser Bare Harmony Reihe die Mascara. Interesting.
Ja, love it. Super schön. Richtig schönes Volumen, überhaupt keine Klumpen, kein Geschmiere. Und ich weiß nicht, ob ihr so dicke Bürstchen mögt oder so, ne, oder nicht, aber ich mag sie und deswegen ist das echt mega. Vor allem wirklich ohne zu verschmieren. Wie oft sage ich, ich gucke mich von unten an und ich mache so und so, damit es nicht verschmiert. Und dann, wenn ich die Videos schneide, sehe ich immer so kleine Pünktchen und das ärgert mich immer so sehr. Aber ich glaube, hier habe ich tatsächlich geschafft, ohne zu schmieren. Und yes, I like it. Kommen wir zu den Lippen, Leute. Ich habe mir auch noch meinen Old Favorite Lip Liner mitbestellt. 140 von Art Deco. Als allererstes wollen wir aber diesen Superstar hier auftreten lassen. Deswegen werde ich das mal auftragen, ohne irgendwas drumrum. Nur das. Der heißt Black Honey. Der ist aber ganz schier. Also der schaut sehr dunkel aus, aber der ist sehr schier, wenn er auf die Lippen kommt. Und das ist anscheinend so ein rotbeeriger Rotton, der zu jedem passt. Und deswegen ist er auch, hat er so ein riesen Comeback, weil der wirklich so vielen gefällt und zu so vielen passt. Und das werde ich jetzt mal aufprobieren. Einfach über die Lippenmaske. Oh, ich brauche einen Spiegel. Und wie ihr seht, geht er viel heller drauf, als man denkt, wenn man das sieht. Und ich glaube, er passt sich auch so ein bisschen dem eigenen pH-Hautwert an. Super cremig. Also ich habe ja auch diese geile Maske drunter. Ne? Fühlt sich wirklich sehr angenehm an auf den Lippen. Ich finde das Finish auch richtig schön, auch zu einem natürlicheren Look. Aber man muss auch wissen, bei Lippenstiften, die so ein bisschen dunkler sind, dass sie die Lippen auch etwas schmaler aussehen lassen. Deswegen werde ich mal noch einen Lipliner drüber geben, diesen bräunlichen. Ich hoffe, das beißt sich nicht. Schauen wir mal. Eben, das ist die Nummer 140 von Art Deco. Dass ihr mich nicht falsch versteht, es gefällt mir schon, aber ich raste jetzt nicht aus. Wisst ihr, wie ich meine? Ist schön, aber okay. Vielleicht muss ich das auch ein bisschen länger tragen oder so. Da sind jetzt die Lippen mit noch einem Lip Liner. Hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, ehrlich gesagt. Also es ist jetzt nicht schlecht, aber kurze Zusammenfassung zu diesem heutigen Look. Ich finde den ganz schön. Der ist fresh. Das Beste ist, ich habe die allercoolste Base drauf, dass die einfach eigentlich eine Sonnencreme ist. Jetzt werden bestimmt auch die Polizei hier auf YouTube wird jetzt sagen, viel zu wenig dafür, dass es eine Sonnencreme ist. Sonnencreme muss man viel mehr auftragen. Das mag richtig sein und das überlasse ich jedem selbst, wie viel Sonnencreme ihr, wie welche Menge, Teelöffelmenge, Esslöffelmenge, was ihr draus macht, macht das unter euch aus, entscheidet das für euch. Ich finde, die Menge war genug dafür, dass auch das eben so deckend ist, schon fast wie eine Foundation, richtig krasse, gute Deckkraft. Und ich habe auch so ein Sonnenspray, das ich immer wieder drüber sprühe über den Tag, wenn ich wirklich die ganze Zeit draußen unterwegs bin. Aber ich bin ein Riesenfan. Favorit Nummer 1 aus diesem Video, was ihr auf jeden Fall mitnehmen könnt, Daily Cream 50 Plus. Ich werde euch alle Produkte auf jeden Fall unten nochmal verlinken. Ich bin ein Riesenfan, kann ich euch sehr empfehlen. Auch wenn ich jetzt damit noch nicht rumgelaufen bin, aber ich liebe das Finish. Ich liebe, dass es ein 50er Sonnenschutz hat, dass es ein Sonnenschutz ist, ein getönter. Ich finde den Unterton wunderschön. Mir gefällt einfach alles daran. Auch, dass es so glowy ist. Also wenn ich jetzt irgendwo am Strand liegen würde, würde mir das auch voll passen. Und wenn ihr euch vielleicht unwohl fühlt mit euren Hautverfärbungen oder Unreinheiten oder irgendwas, dann tragt ihr das auf und habt das abgedeckt. Also bin ein Riesenfan. Mir haben dieses Mal wirklich sehr viele Produkte gefallen. Ich bin eigentlich mit dem ganzen Look sehr zufrieden. Der ist jetzt nicht so super besonders, aber sehr alltagstauglich und so typisch ich, würde ich sagen. Und die anderen beiden Produkte, die ich auch absolut feiere, ist auf jeden Fall diese Lippenmaske von NARS. Also Lippenpflege, das haben sie auch richtig drauf. Und dieser Contour Wand, den finde ich auch richtig schön. Der schaut zwar sehr natürlich aus, aber auch jetzt so für die heißen Tage, für diese langen Tage, ne, für dieses sommerliche Wetter einfach. Man möchte ja ein bisschen vielleicht was Leichteres tragen oder auch eher Cremeprodukte, weil sie natürlicher ausschauen, ist das einfach optimal. Es ist einfach nur so schwer zu bekommen, weil es so oft ausverkauft ist, aber ich kann es euch sehr empfehlen. Und ja, allgemein hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, ihr fandet meine ganzen Neuheiten interessant, auch wenn die Produkte nicht alle ganz neu auf dem Markt sind, aber bei mir ganz neu eingezogen. Ich freue mich jetzt riesig auf euer Feedback und hoffe auf Daumen nach oben und auch ein Abo, falls ihr ganz neu seid auf meinem Kanal. Und ja, dann bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Liebe. Danke sehr fürs Einschalten. Ciao!